Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 2.0 Modifikation Lüdenscheid Map Brandstedt. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Aber bevor ich loslege, Leute, wenn euch dieses Video gefällt, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn es das noch nicht gemacht hat, dann abonniert meinen Channel. Dann seid ihr immer up to date und bekommt immer mit, wenn ich ein Video hochlade. Bitte die Glocke nicht vergessen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal, was denn für ein erster Einsatz reinkommt. TH0, festsitzender Aufzug. Okay, wir haben einen festsitzenden Aufzug, Feuermann ins Gebäude. Ey, hier ist ein Aufzug. Okay. Oh, da schreit jemand. Oh, die ist rabiate Person. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, ja, nehmen wir mal, ein HLF und ein Rüstwagen. Dann nehmen wir mal die Polizei. Rettungsdienst. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da in dem Aufzug drin sind. Okay. Dann machen wir mal so. Das löst man mal aus. Und dann würde ich mal sagen, lässt man noch mal vielleicht ein Störungsdienst. Keine Ahnung, lösen wir mal den Störungsdienst noch mit aus. Ich habe jetzt keine Ahnung, Alter, die klatscht da rum, ja. Man hört das bis da draußen. Also ich möchte nichts sagen, aber ja. Ihr haut ganz schön rum da. Okay, jetzt machen wir mal folgendes. Wir spielen mal ein bisschen die Zeit vor. Okay. So, dann ist die Feuerwehr da. Was können wir eigentlich da bei unserem Feuerwehrmann einpacken lassen? Der kann ja der technische Ausrüstung. Was ist denn das? Ein Türöffnungskoffer. Ja, den braucht man. Ja, jetzt. So, dann steigen wir mal hier. Lassen wir mal aussteigen. Und machen wir mal einen Notarzt. Der soll mal einen Koffer mitnehmen. Ist die Polizei schon da? Ja, wenn man von der Polizei spricht, ist sie da. Dann müssen wir natürlich auf die Polizei warten. Und dann gehen wir her. Und schauen wir mal. Also. Feuerwehrmann ist im Gebäude drin. So. Was brauchen wir noch? Einheiten. Okay, brauchen wir nochmal Feuerwehr. Irgendwas brauchen wir jetzt noch. Brauchen wir noch einen Feuerwehrmann? Ja gut, dann schauen wir einfach mal. Also die Polizei brauchen wir nicht. Das dauert natürlich. So, jetzt. Okay, die öffnen jetzt mal den Aufzug. Oh, es sind doch mehrere Personen. Aber ich denke, der Einsatz, ja, ist beendet. Dann können wir das mal abrücken lassen. Ja, also den Aufzug muss ich ganz ehrlich, muss ich einen Techniker anschauen, Aufzugsfirma. Ja, sowas kann mal vorkommen, kann passieren. Ist mir übrigens auch schon passiert in echt, ja. Aber da hatte ich Glück. Ich war da relativ schnell wieder draußen. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, können wir doch mal die wieder abfahren lassen. Ja. Ja, Leute. Das war jetzt mal ein sehr kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, ihr könnt ja gerne mal unten reinschreiben, was hättet ihr denn an Einheiten
ja, zum Ort schickt. Also, ja, könnt mir gerne mal wissen lassen. Ihr könnt da auch gerne mal reinschreiben, was denn bei der Brandstätte eure liebsten Einsätze sind. Ja, in diesem Sinne, dann bin ich jetzt mal draußen. Gehabt euch wohl und danke fürs Zuschauen. Servus.